Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Reft. Ja, wir sind immer noch unten in den Kellergängen. Wir waren in die Cafeteria jetzt abgrasen, die ganzen Nebengänge hier. Und ich würde sagen, wir begeben uns mal in den Lagerbereich. Und ich habe festgestellt, dass die Ratten sehr gut mit dem Pfeil und Bogen zu handhaben sind. Das ist wirklich nicht schlecht. Wo geht's hier hin? Okay. Oh, eine Wassermelone. Noch eine Wassermelone. Wahnsinn. Ja. Ein Drink. Schöne Sache. Was ist denn das hier? Ach, hier muss ich die Teile rein tun. Oder was? Haben wir noch nicht gefunden. Werden wir aber finden, hoffe ich. Gut. Oh, nein. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Tetris. Oh. Oh, wow. Wir müssen dort hindurch. Und ich vermute mal, dass das die Gänge sind. Oh, das ist ja Wahnsinn. Ist das dein Ernst? Ich muss mir also einen Weg durch die Container so bauen und hier sind die Laufrichtungen angegeben, was machbar ist. Ehrlich? Na, das ist ja eine Geschichte. Ups. Das ist ja eine richtige Geschichte. Wie viel Tage habe ich denn hier dafür Zeit? Jetzt weißt du auch, warum du so viel Essen bekommen hast. Och, nö. Wo fange ich denn hier an? Kann ich hier runterspringen? Nee. So, lass uns mal schauen hier. Das nehme ich erstmal auf. Was war das jetzt? Teil eines Generators. Aha, damit haben wir die Stromversorgung gesichert. Ja, und jetzt muss ich mir das hier basteln, dass ich hier durchkomme. Boah. Das ist ja ein Ding. Das ist ja echt ein Ding. So. System betriebsbereit. Das ist schon mal schick. So, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich probiere mal, ob ihr hier damit besser zurechtkommt. Aber ich glaube, so viel bringt das nicht, ne? Ich glaube, da sparen wir uns vielleicht die Lampe. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, das bringt nichts. So, Scheinwerfer haben wir an. Also wir müssen dahin. Das heißt, ich muss mich hier durchknobeln. Und natürlich müssten wir das so machen, dass wir hier nicht unnötig irgendwas... Oh, wow. Das ist der einfachste Weg. Also hier muss ich ja eigentlich nichts machen. Hier ist frei. Das heißt, ich bräuchte hier... Boah. Heftig. Also ich glaube nicht, dass ich alle bewegen muss. Wie viel darf ich denn bewegen? Keine Info. Ich probiere mal. Kann ich denn hier E drücken? Okay. Halt. Warte mal, ich muss jetzt mal die Taste E finden. So. Und... Oh, wow. Warte mal, ich... Ach, der lässt sich so gar nicht bewegen. Okay, habe ich verstanden. Oh, wow. Ist das dein Ernst? Ich kann die nicht anheben, ich kann die nur schieben. Also ist das wie Tetris. Und sowas war ich nie gut. Ich glaube, ich habe eine Idee. Sieht so komisch aus, oder? Ist das richtig? Ich habe noch nicht so einen richtigen Plan. Da kommen wir nicht raus.
brauche 2, 4, 6, 7 Teile rein, theoretisch. Und ich kann es nur per Tetris hier verschieben. Warte mal. Ich habe eine andere Idee. Nee, das war falsch. Das ist definitiv falsch. Puh, schwierig. Aber was mich mal interessieren würde, kann ich den verschieben? Das geht nicht, okay. Ich probiere das einfach mal. Das will ich nicht, das will ich. Ich mir mal anders anschauen. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ausprobiert. Warte mal, wenn ich das so mache? Nee, funktioniert das nicht. Schauen wir mal. So. Das sollte ja passen, irgendwie. Und das sollte auch passen, oder? Damit hätte man den Durchgang geschaffen. Ja, haben wir vielleicht hier vorne zwei zu viel bewegt, aber ich glaube, das sollte passen. Gut, wir probieren das mal. Gut, ich setze jetzt trotzdem mal hier die Beleuchtung auf. Ja, wir wollen ja was sehen, oder? So, also, ich glaube, ich muss hier irgendwie rein. Hier rum. Und das ist der Ausgang. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Bauplan, Wasserrohr aufnehmen. Schön. Und wieder mal eine Nachricht. Die Motoren sind im Eimer. Die Leute oben regen sich schon über die extreme Rotation oder so auf. Okay. Na gut. Ja. So, gut. Das haben wir. Das haben wir. Gehen wir weiter. Surface Oberfläche. Ha ha ha!
Au. Ja, toll. Hallo? Jetzt. Danke. Wo hier überall Pfeile stecken, habe ich gar nicht hingeschossen, aber okay. So, nun ja. Also mit Pfeil und Bogen geht das ziemlich gut. Drei Pfeile, in den meisten Fällen, manchmal auch fünf. Wenn es ein bisschen stärkeres Tier ist, aber funktioniert. So, wie sieht es denn aus? Wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Aces Oberfläche, also Zugang zur Oberfläche. Das ist die andere Tür, die von der anderen Seite verschlossen war, glaube ich, ne? Kann das sein? Ich denke mal, dann müssten wir eigentlich hier durch sein, ne? Oh oh. Ah, wir müssen da oben schwimmen, okay. Ja, dann ist das so. Wird uns das Wasser jetzt nach oben treiben? Das ist ja eine ganz feine Sache. Das ist auch nicht schlecht. So. Können wir jetzt klettern? Steigt das noch weiter? Komme ich jetzt hier hoch? Oh wow. Oh, die Tür ist offen. Oh no. Oh nee. Wenn die Tür jetzt aufgeht hier. Wo ist denn hier Sauerstoff? Oh no. Oh bitte, komm, mach los. Wie mache ich denn das? Ich habe doch keine Ahnung. Also, Rätseln ist zwar so eine schöne Sache, aber manchmal wünsche ich mir trotzdem einen klitzekleinen Hinweis, das wäre echt toll. Na? Bin ich wieder hier? Soll das so sein? Ich sehe was. Hier komme ich nicht hin. Hier ist die Scheibe. Komme ich hier hin? Plantation. Ah, war das der richtige Weg? Also zur Oberfläche kam ich nicht raus. Definitiv nicht. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt mal hier lang. Und ich nehme natürlich alles mit, was ich finde. Was nicht nied- und nagelfest ist. Keine Ahnung, was dahinter ist. Loading Bay Storage Generatorraum. Ich glaube, das war die Tür, die zu war, ne? Ich nehme das mal mit. So, hier ist nichts drin. Also ich hoffe, dass das jetzt der richtige Weg war. Es sieht zumindest so aus. After the captain opened fire on the rafters, a damn riot broke out. Some supported Tully's orders, others really did not. A smaller raft made its way into the water entrance. But there was only a kid on board. His parents were sick, I think. Poor boy isn't so much. Tangaroa is a lost cause. We're getting out of here. Okay. High Voltage. Sehr gut. Ich würde gern aus dieser Horror-Story hier noch aussteigen. Ich glaube, ich mache mal das Licht weg. Vielleicht brauchen wir es noch, ne? Oh wow. Wo muss ich hier hin? Brutzel, brutzel. Kann ich hier was einsammeln? Ich kann hier was hacken. Was gibt's hier? Bananen! Komm, gib mir eine Frucht hier.
Erdbeeren, ich war wahnsinnig. Erdbeeren, schaut sich an. Und hier so eine schöne Bauplan Wasserrohr. Ich glaube, das können wir erstmal raushauen. Ich habe so viel Fleisch, auch das von den Tieren hier, von den ich glaube, ich muss dich mal essen hier, ne? Ja. Benötige 3 Klebeband. Jetzt muss ich hier 3 Klebeband finden. Ah ja, da drüben. No. The entire ecosystem is ruined. I've warned the captivity about this for weeks now. Okay. My contract doesn't allow me to tell anyone else, and it's eating me up inside. The banana plants won't be near enough. So, das ist nix. Not to mention the we'll be starving by the end of the year, if not sooner. Haben wir noch hier Bananen, das haben wir. Das sind Bananenpflanzen, das ist sehr gut. Die Bananen hebe ich mal auf. Was haben wir noch hier? Das sind Erdbeersamen, oh, die sind auch wichtig. Okay, gut. Dann machen wir einfach weiter. Achso, sollte ich vielleicht das mal hier so runterräumen. Dann haben wir dann vielleicht noch 2 Plätze, haben wir. Das ist natürlich nicht viel. Ich glaube, ich muss da hinten weiter, ne? Ich komme nicht weiter. Hilfe. Klebeband. Da haben wir eins. Uiuiuiui. Und da ist das andere. Okay. Es geht schon, hat uns nicht allzu viel abgezogen. So, schöne Sache, da geht's weiter. Also ist schon geil gemacht, kann man nichts sagen. Ja. Da gibt es nochmal Bananenstauden. Wo müssen wir denn lang? Da hinten müssen wir lang. Okay. Ich würde einfach hier nochmal versuchen, ein bisschen was mitzunehmen. Ja, hätte ich das gewusst, da hätte ich nicht so viel von dem guten Zeug eingepackt. Schade. So, hier scheint es nicht lang zu gehen, da drüben ist nichts. Da ist nichts, okay. Da haben wir noch mal Erdbeerpflanzen. Ja. Haben wir auch noch mal. Benötigt 3 Klebeband. Wahnsinn. Things have gone quiet. Security team still going patrols in their ridiculous golf carts trying to keep some semblance of order. Na gut, dann ist es so. Some type of rat. Oh, and they strap tasers on all the butler bots. It's like some kind of dumb guerrilla war upstairs. Ja, ich glaube, ich muss die jetzt hier finden und muss hier nochmal zurückkehren, ne? There's no engine. The raft kid thinks we could take one of the golf cart engines. It's not a bad idea. Captain Tully and the investors are still up in the tower. I say, leave them there to rot. Ich bin gespannt. Also wirklich, wie gesagt, das ist echt heftig, ne? Das Spiel ist schon echt toll gemacht. Oh wow. Jetzt sind wir an der Oberfläche. Eine kleine, schöne Stadt in der Kuppel. Oh, was ist das für eine? Okay.
läuft. Beginner Disruptor. Okay. Wie lange bleibst du jetzt so? Weiß ich nicht. So, ich muss 3 Klebebahnen finden, um das dort unten noch zu fixen. Muss ich nochmal zurückgehen? Finde ich das hier? Da ist der nächste Roboter. Und ich bin eigentlich voll, ne? Wie komme ich denn hier zurück? Zu meinem Schiff? Den ganzen Weg zurück? Nicht dein Ernst. Exit. Kann ich hier raus? Oh, hier ist sogar mein Boot. Aha, aha, aha. Aha. Ruß ist auch da. So, und es wird auch Nacht. Ich würde das jetzt eigentlich mal hier verstauen, was wir auch immer mitgebracht haben. Dann muss ich einfach mal hier rein. So, wir haben Getränke, wir haben Erdbeeren, wir haben Bananen. Wir haben hier, ja, ich mache das mal hier rüber, ein bisschen rohes Fleisch. Da könnte man vielleicht auch mal gleich was ansetzen. Wie viel haben wir denn hier eigentlich drin? Okay. So, das kommt hier hin, das kommt dahin. Und das lassen wir mal für die Gerichte. Das kommt dahin, so. Suppe, Suppe. Essen. Warte mal, das muss ich mal hier rein tun vielleicht. So. Sehr gut. Was haben wir noch hier? Schrott. Plastik war hier. Und Samen. Samen, Samen, Samen haben wir hier unten, ne? Hm, kriegt man das gebacken? Schwierig. Vielleicht hier. Das sieht gut aus. So, ansonsten, ich glaube, die Heilsalbe. Ich glaube, die brauchen wir so nicht. Den Milcheimer lasse ich mal hier. Ich nehme mal eine mit. So, das Holz können wir zurücktun. Und ja, weiß man nicht genau. Sollte ich vielleicht nochmal einen Bogen mitnehmen? Vielleicht nehme ich nochmal einen Bogen mit. Ich schau mal. Waffentechnisch. Holzseile, Blapper und Schraube. So, wunderbar. Das kommt hier unten hin. Und dann haben wir nämlich nochmal einen Bogen dabei. Rein zur Sicherheit. Kann, glaube ich, nicht schaden. Ja. So, Essen, Trinken haben wir. Das sollte passen. Ich habe auch noch das zu trinken dabei. Für den Fall der Fälle. Und ich glaube auch nicht, dass ich das hier brauche. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, kann ich denn jetzt da wieder rein, wo wir gerade rausgekommen sind? Es ist noch offen. Vielleicht kommen wir da wieder rein. Ich würde mal ganz kurz schlafen und dann gehen wir wieder rein. Ich brauche 3 Klebeband. Wenn ich jetzt die Klebeband von mir mitnehme, ist das dasselbe? Habe ich 3 Klebeband? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben das gar nicht, ne? Klebeband. Ich glaube nicht. Gut, ich probiere das einfach mal. Und dann schauen wir. Achso, ich wollte eigentlich schlafen, ne? Haben wir schon geschlafen? Es scheint so. So, den mache ich nochmal hier. Und dann geben wir mal Tutti Paletti. Ich hoffe, dass wir hier wieder hochkommen. Das sieht gut aus. Sehr schön. Ja, so kann man zumindest ein bisschen Loot zurückbringen und ich brauche halt, wie gesagt, 3 Klebeband. Ja, hier sind neue Maschinen. Ich weiß auch nicht, wie lange die außer Gefecht sind. Ich
werde das mal ein bisschen abändern. Ja, so machen wir das mal. Gut, werden wir uns gleich mal anschauen, ob der hier vorne noch steht oder ob der wieder weg ist. Der ist wieder weg, okay. Das heißt, ich kann den rein theoretisch auch aus dem Weg gehen. Ich weiß eben nicht, ob ich hier oben Klebeband finden muss. Ich sehe keins. Mal so nebenbei erwähnt. Oder ob ich das unten finden muss. Da ist der nächste. Tür von der anderen Seite verschlossen, okay. Oh, hier können wir uns was kaufen. Oh, wie schön. Ehrlich? Vending Machine? Sind wir in Japan oder was? Geile Sache. Ja, ich weiß noch nicht, wo ich die Klebeband wieder unten herbekomme. Ich schaue jetzt einfach mal hier durch. Wir rennen einfach mal eine Runde ringsrum. Ich weiß noch nicht, hier gibt es bestimmt eine Reihenfolge wieder mal, wie die wir einhalten müssen. Da müsste man wahrscheinlich mal schauen, was hier nach einer Reihenfolge aussieht. Wenn wir da rauskommen. Was liegt denn hier? The kid's name is Detto. Nachricht. His age was able to reconstruct an engine like that? I'll never know. But now we've got the boat working. We'll be gathering up a few more survivors before we head off. The rafters either hid up in the apartments or left to sea. Most of them seem sick. Was hatten die auf seiner Schale? We need to hurry. Those large rats that came with the rafters. Sieht man nicht. Are aggressive. I say let them chew Tangaroa into pieces. I'm coming for you, Hanna. Remember the place we heard about? The sanctuary? Okay, wir machen links rum. I know it. I'll see you there. Ich weiß es nicht besser, deswegen. Oh, hallo. Alter, hast du eine Macke? Alter, der macht mich alle. Ja, ja, du mich auch, du. Mich hier zu verarschen, was denn hingeschossen? Hier hin? Hier war er gerade. Ah, vergiss es. Dann war er hier. Ich brauche Klebeband. Okay, ich muss den irgendwie besser aus dem Weg gehen. Ich muss da aufpassen, dass ich den nicht in die Arme renne. Ja, ich hätte gedacht, wir finden das gleich wie bei dem anderen, aber das scheint nicht so zu sein. Wie gesagt, ich würde erstmal hier außen rumrennen und dann werden wir uns mal den Gebäuden, mal zuwenden. Klebeband sehe ich hier gar nicht. Keinen einzigen Meter sehe ich. Ich glaube, wir müssen wohl irgendwie die Gebäude hier rein. Aber die sind schnell, die kann man hier gar nicht abhängen, mitlaufen. Hallo? Hallo? Hier ist nix. Ist auch nix. Gebäude 8. Weißt du was? Die haben Nummern. Hä? Hallo? Was ist denn das jetzt aufgeschlagen? Was hast du denn jetzt fallen lassen? Ne, das war der kaputte. So, die haben Nummern, das heißt, ich muss mal schauen, T. So, das gesamte Ende des Jahres, das ist das. Schlüsselkarte von Tangaroa. Ach, wenn wir die weggeknickert haben, kriegen wir Schlüsselkarten. Ah, wir müssen die also erst wegknickern, die guten. Und dann können wir hier in die Gebäude rein. Wo auch immer wir dann hinwollen, wahrscheinlich. Aber warte mal, ich mach das mal so. Ja, 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 let me help durch.
So, damit haben wir die dritte, oder? Wo habe ich denn hingefeuert? Ich hätte gern meinen Pfeil wieder. Hier. Wie lange ist denn der bewusstlos, der Gute? Drei Schlüsselkarten. Ich habe keine Ahnung. Haben wir nicht einen Hinweis, zu welchem Gebäude wir vielleicht müssen? Auch nicht. Okay, also es gibt hier wohl hier draußen, so wie es aussieht, nichts zu sammeln. Wir müssen wohl hier wieder mal wie immer so ein kleines Rätsel lösen. Die geht schon mal auf, die Tür. Ein Marmoraschenbecher. Gebäude 0. Ich weiß nicht, was die Reihenfolge ist. Ich muss mal schauen. Ich stehe die Dinge, Flößer haben. Das Heiligtum, wir treffen uns dort, ich weiß es. Bam. Wir reparieren ein Boot, aber es gibt keinen Motor. Bla bla bla. Dummer Guerillakrieg, okay. Also wir haben die Türen zumindest schon mal geöffnet. 4 und 5. Fahren wir mal in die 4, oder? Wir sind ja in der 0. Was soll der Geiz? Hallo. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das hier mit der Reihenfolge ist. Wir müssen das bestimmt der Reihenfolge machen, aber mein Problem ist, ich weiß nicht, welche Reihenfolge. Töpfe? Gibt's hier was zu essen? Haben wir eigentlich die Seilrutsche dabei? Ich habe, oh, hier ist eine Glasscheibe kaputt. Ich habe hier wieder mal so eine Vermutung, dass wir bestimmt wieder irgendwas machen müssen. So. Weil wenn wir nämlich jetzt hier die richtige Reihenfolge nicht einhalten, dann rennen wir ewig. Ist da was am Dach? Irgendwas liegt dort. Schrott. Oder ein gigantisch schönes Bauteil wieder. Gut, ja. Ich vermute fast, dass wir hier von oben kommen, oder? Obwohl, hier ist offen. Ah. Okay, dann scheint es vielleicht doch nicht so verkehrt zu sein. Oh. Seilwinde. Wir brauchen die Seilwinde wieder. Warum habe ich die nicht mitgenommen? Ich habe es doch gewusst. Also das scheint schon mal nicht so falsch zu sein. Ist natürlich immer das Knobeln, ne? Das macht ja halt auch diesen gewissen Reiz aus. Aber zumindest ein dezenter Hinweis, dass man richtig ist, das wäre natürlich. Oh, das war eine richtig gute Kiste. Das wäre natürlich schon nicht schlecht, ne? Oh, wir haben aber schöne Sachen bekommen. Oh. Geht's denn hier lang? Ist jedes Haus für sich oder nicht? This is the question. war das für das Haus schon? Vierter Stock und dann ein bisschen suchen und dann wieder das nächste Haus? Es scheint fast so, ne? Wenn ich jetzt hier runterfalle, ist Rambazamba. So. Warte mal, was ist denn hier auf dem Dach? Da kommt man eigentlich dann mit der Seilrutsche von da drüben hin. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich glaube, wir müssen wieder runter. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und dann ist jedes Haus wahrscheinlich für sich.
Wo sind wir hergekommen? Hier aus dem Fenster. Okay, dann können wir mit dem Fahrstuhl wieder runterfahren. Ja, dann haben wir wohl soweit alles erstmal dafür gefunden. Oh, hier geht's weiter. Sehr gut. Hallo? Hallo? Zugetippt. Ah, nein. Oh ja, ich hab's dabei. Oh, ich will gerade sagen. Sehr gut. Ich gehe trotzdem erstmal hier rein. Ja. Auch nicht schlecht. Kann auch gemütlich sein irgendwie. Gut, wir gehen mal weiter. Wie liegt man in der Zeit? Über 30 Minuten. Ja, das heißt eigentlich, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und Klebeband. Haben wir das in der anderen Wohnung übersehen? Warte mal, da gehen wir nochmal drüben gucken. Denn wenn wir das nämlich übersehen haben, wäre das nicht so cool. Ja, aber ich glaube aber auch nicht, dass wir es jetzt gleich finden hier. Na, ich denke, in jedem Haus werden wir eins finden. Und dann können wir da weiterziehen. Ich denke, so wird es werden. Das haben wir geöffnet. Ja. Und hier ist auch gar nichts mehr, ne? Nee. Das ist auch nichts. Gut. Dann würde ich sagen, wir können weiterziehen. In der nächsten Folge ins nächste Haus. Ich glaube, hier haben wir alles. Hier gibt es auch keine kaputte Glasscheibe mehr oder irgendwas. Das ist es dann wohl gewesen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann nehmen wir uns das nächste Haus vor. Wir müssen uns bloß merken, in welchen Häusern wir waren. Und dann sehen wir weiter. Halt, hier geblieben. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Ciao, ciao. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.